Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Folge The Forest. Mit dabei ist heute der liebe Tobias. Hi. Genau, wir werden beide die Folgen hochladen. Genau. Genau. Starte mal, ne? Bereit? Natürlich. Perfekt. Du bist ein bisschen leiser gerade bei mir. Ich muss dich mal ein bisschen lauter stellen. Schmier dich mit Schlamm ein, um dich vor den Feinden zu verstecken. Geht. Ja, gut zu wissen. Überspringen? Ja. Definitiv. Bei mir lädt's noch. Loading. Bei mir lädt's immer noch. Bist du schon drin? Ja, ich lieg schon auf dem Boden. Wir haben das Spiel jetzt schon ein bisschen im Stream gespielt, deswegen wissen wir so ungefähr. Genau, falls ihr nichts verpassen wollt im Stream, auch gerne mal vorbeischauen. Genau. Okay, jetzt dieses Mal alle Medikamente mitnehmen, die du findest. Das ist ziemlich wichtig am Anfang. Die Blumen auch mitnehmen. Warte mal kurz. Ja. Hä? Komisch. Irgendwie ist das Game bei mir immer noch über die Lautsprecher. Komisch. Egal, komm. Nee, ist eben nicht egal. Spielt eben doch willst noch eine Rolle. Willst du aus dem Weg gehen wieder? Nee. Gefriended Damage ist schon mal aus, ne? Gameplay, Soundeffekte. Ja, hoffentlich ist das aus, du Arschloch. kurz rauswitschen. Dann hier nochmal. Klicken. Und dann die einfach ausschalten. Ja, das ist wieder das Problem an Simon, dass er nicht vorbereitet ist. Hast du das gerade auch gehört? Nein. Könntest du jetzt bitte mal aus dem Weg gehen? Nee, danke. Irgendwie nicht. So, ich bin immer vorbereitet. Ich muss jetzt eine halbe Stunde auf dich warten. Halbe Stunde? Okay, halbe Stunde. Eben, siehst du? Wenn du damit einverstanden bist, du aufhörst zu nerven. Ich nerve? Mhm. Ah ja. Na ja, schon mal, wenn du Stöcke hier siehst, am Boden liegen, auch mal mitnehmen. Das ist halt immer so ein bisschen das Staatsprozedere. Oh, ein Bötchen. Ein Boot? Jo. Was ist das zu hin? Da. Weg von dir. Ich schlag mich alleine durch. Ja. Ja? Ich lauf dir mal nach. Ich weiß nicht warum, aber er scheint gerade ziemlich angepisst zu sein. Nö, geht noch. Härteren Grenzen. Wir müssen die Facecam fast separat aufnehmen, dass wir noch besser schneiden können. Rein theoretisch, ja. Praktisch, nein, zu faul. Ne? Nee, nicht mal. Nicht? Doch. Ja, nein, es wäre schon um einiges besser, aber bin jetzt zu faul gerade. Oh. Stoff ist dann übrigens auch noch wichtig, den du vergessen hast mitzunehmen. Hab ich aufgelesen, eigentlich. Okay, dann kann ich das auch noch aufnehmen. Okay, wo geht's hin? Auf Schildkrötensuche. Ja. Genau, mit dem Schildkrötenpanzern kann man sich Regenwasser sammeln. Das ist da sehr wenig. Oh fuck, wir laufen in die falsche Richtung, ne? Da drüben sind die Container. Stimmt. Gut, ich laufe in die andere Richtung. Ja, ich komme auch gleich. Ah, Schildkröte! Da kommen die Schildkröten gerade an Land. Komm, was da? Und immer schön auf den Kopf ziehen. Ich frage mich gerade, ob man das hier wegnehmen kann. Hast du eigentlich auch das Problem, ja, dass du dass du
die ganze Zeit auf den Chat schauen willst? Nee, eigentlich nicht. Nee, ja schon. So. Man kann nur einen Panzer mitnehmen, so by the way. Hier hat's einen Panzer für dich hier. Jo, komme. Bin nur nicht so schnell. Schildkrötenkopf, sind nicht süß. Ich habe auch schon 4 Euro rohes Fleisch. Ich nicht. Aber auch noch nichts gejagt. Ja, die Schildkröten halt, ne? Hm? Die Schildkröten halt. Ja, genau. Hey, komm her! Bleib stehen, du Scheißding. Egal. So in der ersten Tag sind die Zombies noch nicht so heftig stark. Ja, auch danach hält sich eigentlich in Grenzen. Die Partie mitnehmen? Ja. Nicht so viele. Ich nehme mal 4 mit, mehr nicht. Die werden noch wertvoll sein. Hast du auch noch 4 mit? Ah, Spinne. Ich habe hab 5 mitgenommen jetzt. Okay. Eigentlich sollte man jetzt mal in die andere Richtung laufen, weil am anderen Ort der Map, da hatten wir schon unsere Base, ne? Da drüben im Stream. Mhm. Dort ist jetzt Stream Base, also laufen wir jetzt in die andere Richtung. Wir wollen ja auch mal die Map noch ein bisschen kennenlernen, oder? Natürlich. Perfekt. Und dass ich keinen Sound habe, ist ziemlich mühsam. Also, by the way. Ja, in der nächsten Folge wird das gefixt sein. Ja, definitiv. So, also jetzt habe ich wieder Sound, aber eben nicht auf den Kopfhörern. Big One! Scheiße. Deswegen muss ich jetzt hier so Kopfhörer halb drauf aufs Ohr hauen. Schon wieder ein Big One. Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Big One? Oh. Hast du ihn? Genau, mit dem Panzer. Du kannst jetzt hier so einen Panzer machen. Den Ding. Schau dir das mal an. Sieht der Kopf nicht süß aus? Wow. Schenke ich dir. Und wie kann ich das machen? I, dann auf den Leguan-Panzer. Ah ne, den Raw Lizard braucht man. Ah ne, doch nicht. Man braucht doch ein bisschen Laub. Ein paar Blätter. Hab ich aber nicht. Ne? So. Wohin geht's jetzt? Du hast die Orientierung. Ja. Ich weiß, wo ich hin will, also in welche Richtung. Sagen wir ja, mal so. Schon mal etwas. Rechts hat es irgendwie so komisches Häuser da auf der Insel. Was ist das? Das sind, glaube ich, Felsen, aber. Wir könnten auch da oben eine Base bauen. Auf dem Felsen da, oder auf der Insel. Auf der Insel? Siehst du den Baum da rechts oben? Ja. Da können wir die Base machen. Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Das ganze Holz musst du dann ultra weit schleppen. Ja, dafür gibt's ja diese Holzschiebdinger. Ja, trotzdem. Geht eh. Oh, ich hab Durst. Hör auf. Ich denk jetzt mal noch nix. Ich auch nicht. Warte, bis ich verrecke. Nee, nee. Doch, doch. Dann ist es zu spät. Nee, es ist niemals zu spät. Ein Lager. Hat's da was? Hier kann man schlafen. Ich speichere hier mal. Oh, hier ist ein Pott, perfekt. Achso, Speicherstand 1. Hier speichere ich auf Speicherstand 1, ne? Mein Junge. Okay. Und jetzt nehme ich hier mal. Ein Anker, wie geil sieht denn das aus? Scheiße, das Wasser kann man nicht nehmen. Okay, verdammt. Weil normalerweise mit diesem Pot, den ich gerade in der Hand gehabt habe, ich habe auch kann, man Wasser, aufnehmen, das dann über das Feuer halten, beziehungsweise halt aufs Feuer legen und so sauberes Wasser herstellen. Such sie mal. Lassen Sie, ja, lassen Sie. Quelle. Ne, ist ein See. Geh mal rein.
Da scheint es auch nicht zu funktionieren. Hm. Komisch. Finden wir schon noch da drauf. Da geht's. Ich will auch mal auf. Ja, aber nicht. Jetzt suchen Sie okay, schon. Kein sauberes Wasser. Demnach. Oh! Die waren giftig. Du bist ja sicher, dass das da ist. Was? Ist das das. Oh, das ist ein Boot. Ja. Ein modernes Boot. So hast du gesehen. Das heißt, da hat es vermutlich andere Leute noch. Nein. Kann doch sein. Nein. Ein Tennisball gefunden. Für was ist der Tennisball eigentlich gut? Das hab ich. Keine Ahnung. Noch nicht so ganz verstanden, irgendwie. Ich frag mich, für was das der Highkopf gut sein soll. Das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schwimme hier für nichts auf so ein scheiß Boot. Könnte ich noch recht haben, wa? Brauchst du einen Rettungsring? Ja. So auf dem Boot wären wir sicher für eine Zeit lang. Ne? Wäre ich mir nicht so sicher. Okay. Nee, komm, lass sein. Wär's nichts. Jetzt halt echt nichts. Traurig. So, hier hat's eine Zeitschrift. Da kannst du speichern. Speichere mal schön. Hab ich schon, aber. Ist okay. Nee, muss auch nicht. Missing. Hier hat's Geld. Geld. Da hat's ja sau viel Zeugs, was hast du? Ja, aber nichts Brauchbares. Wow. Eine Sauerstoffflasche. Warte! Was war das für ein Foto? Hast du das gesehen? Junge. Wir haben einen Kassettenplayer und eine Kassette. Ja, ich hab nicht die. Oh! Bitte nicht kaputt. Nein! Schlüssel, ne? Ein Schlüssel? So eine Schlüsselkarte. Ist irgendwas im Inventar, was eine Schlüsselkarte ähnelt? Drehkassette, Münze. Nein. Schade. Musik aus, bitte. Da musst du noch kombinieren mit dem Kassettenplayer. Ich habe ein Seil gefunden, das ist brauchbar. Hab ich auch schon. Okay, gut zu wissen. Also, falls wir mal einen Schlüssel haben sollten, gehen wir hier hin. Ne? Einverstanden? Mhm. Oh. Ups. Einverstanden, dass wir jetzt mal auf diese Dings hier gehen, auf diesen Berg da mit dem Holz. Das mit dem Baum da. Nee. Bin für den da rechts, ganz so an der Küste da. Gehen wir auch. Weil da ist der Wald schön nahe. Ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil, kann ich dir noch nicht sagen. Auf jeden Fall trinke ich jetzt mal was. Ja, müsste ich auch schon lange haben. Und jetzt danach erstmal ein Feuer machen. Das ist gerade das Wichtigste, ja. Weil Hunger ist bei mir auch fast da. Ja. Ich würde sagen, die erste Folge wird ein bisschen länger. Ja, so 20 Minuten.
Ja, halbe Stunde. Dann Rauch. Das ist eine scheiß Idee hier. Wieso? Zwar, es geht, aber es ist nicht so optimal hier. Soll ich hier mal ein Feuer hinmachen? Nee, lass weitergehen. Das ist da oben ja noch besser. Aber hier sind wir zumindest von unten her geschützt. Ne? Ja. Ja, da vorne. Ja, hier kann man sehen. Ich hoffe, dass es noch besser wird. Nee, ich glaube nicht. Ey. Kriegst du eh keinen Schaden. Ich habe mich trotzdem erschrocken. Oh. Schon dull, voll leiser. Okay, wird es nicht besser, du? Irgendwann wird immer besser. Vielleicht laufen wir jetzt halt einmal um die Insel rum. Mir kommt der Hunger, wir müssen hier ein Camp aufschlagen, dass wir zurückgehen. Komm zurück jetzt. Ich komme niemals zurück. Es wird hier nicht besser, wir werden sterben. Ich nicht, weiß nicht. Nicht, was du falsch machst. Hallo, Re. Na du? Kleines Mistvieh. Er hört mir nie zu, so wirklich, ne? Nö. So, direkt, bleib stehen! Ich bin gerade am Jagen, also lass mich in Ruhe. Weißt du, ich hätte eben schon Fleisch und alles. Wir müssen nur ein Camp machen. Dann. Ja, unten ist doch gut. Es ist zwar klein, aber gut für einen Anfang. Da unten, Junge. Da musst du jetzt mal hier hochklettern. Da bist du ewig dran. Oh nein, Zombie. Die Zombies kommen. So, ich bin der Meinung, hier ist super. Du müsstest mir mal helfen, ich kann nicht rennen und die Zombies sind in der Nähe. Nein, die haben noch Angst. So, jetzt hier, es wird dunkel. Ja, hier, hast du schon. Dann baue schon mal Holz jetzt. Ich richte schon mal alles ein, du Holz. So. Aber bevor du ein Feuer machst, kannst du dann auch gleich noch Dings setzen. Die kleine Blockhütte. Natürlich. Oh! Scheiße! 4 Stück. Nee. Na, ihr? Ist doch schön mal wieder hier. Sie haben noch was. Noch. Ja, aber nicht mehr lange, das ist das Problem. Also, hilf mir mal lieber schnell mit dem Bauen hier. Der Hütte. Scheiß auf das Feuer. Keine Angst mehr. Ah! Zombie bleibt dran. Ja. Scheiße, uns fällt noch ziemlich viel Holz. Ja, ich weiß, es ist ja schon dunkel. Was stehst denn du hier rum? Scheiß auf Hunger! Wenn du die Hütte nicht fertig hilfst zu bauen, dann haben wir noch ganz andere Probleme. Ich muss wieder alles alleine machen, weil der Typ hier nichts kann. Hilf mir doch mal, Vollidiot! Meine Fresse! Ja, jetzt! Toll! Gespeichert? Ich nicht. Ich bin drin. Komm auf. Ich bin hier draußen, nicht allein verbrechen.
Jetzt einfach crouchen und nichts machen. Sonst wird das hier gefährlich. Ja, es ist jetzt schon. Mhm. Ja, ja. Buch wollte ich schauen gehen. Und zwar bei dem. Ja, ich wollte ja weitergehen, aber du hast warst am Verhungern, also mussten wir ganz schnell hier bauen. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt da für eine Weile. Unser also das ist ein bisschen doch. Blöder Spot. Ich werde noch weiter schauen gehen, vielleicht finde ich ja noch was Besseres und sonst bleiben wir mal hier, ja. Es ist Leermond. Wieso? Sieht man hier. Tatsache. Kommen schon gerade Nacht. Es ist schon Nacht. Findet ihr mich? Findet denn die vermissten Flugzeugpassagiere? Ich habe eine Liste von den Passagieren. Ich auch. Das heißt, die Leute müssten ja noch irgendwo sein. Ja. Eventuell in dem Boot. Nein. Ja, da ist doch so ein Key. Ja, aber da wird was anderes sein, was wir dann brauchen können. Ne? Nee, nicht französisch. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Da, das wäre die Passagierliste. Ist bei dir auch einer umstrichen auf der Passagier? Ja. Gut. Schlaf. Gut, perfekt. Boxen blenden ja vielleicht. Oh, trinken wird ein Problem. Hast du noch rohes Fleisch? Auch nicht, ne? Nee. Ich habe sehr viel Alkohol und viel Snacks. Du suchst noch weiter, oder? Oh. Oh, jetzt nicht. Dynamit hat sie. Jetzt nicht mehr. Ja, ich hab's auch gemacht. Jetzt hast zwei Erhängen. Jetzt Beeren! Das ist sehr gut. Sind's gute Beeren? Ja. Sind's die bösen Beeren halt. Nee, haben wir ja ganz gut geschmeckt. Weißt du, es gibt eben noch. Wenn schön du fruchtig! Wenn du B klickst, dann beim ersten Tab auf Schritt 3 gibt's essbare Beeren und giftige. Die sehen fast gleich aus. Ja. Komm ich jetzt mit oder komm ich nicht mit? Du kommst nicht mit, du kümmerst dich ums Lager. Ist auch scheiße, wenn du noch was Besseres findest. Ja, nein, das ist ja super, dann können wir auch zügeln. Verteidigungswand. Ist da. Und dann bis nach. Scheiße. Bis nach da. E. B kommt. Dann wird hier dahin. Hier sieht's auch geil aus. Really? Ist es besser da? Also. Das Zeug noch abbrechen. Ja, brich es ab.
Hier haben wir viel mehr Platz. Erstens das und mal. Nee, scheiße, jetzt muss ich jedes einzelne Ding abbrechen. Scheiße. Scheiße, hier hier geht's überall schön runter, geht's hier. Und. Müssen wir jetzt oben hat's eine Felswand. Nein, ja. Weil ich würde sagen, das werden wir in der nächsten Folge machen. Stimmt, wir sind schon bei 25 Minuten. Ja, genau. Deswegen hoffe, es hat euch gefallen und jo. Ja, wir sehen uns bis in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.